Bastard! Ha, erwischt. Okay, ja gut, ich gebe zu, ich habe die Maske jetzt gerade nur auf, um eure Aufmerksamkeit zu erregen. Nur ganz kurz, bevor es richtig in die Folge geht. Ich habe das jetzt alles, diese Folge, die ihr gerade seht, runtergenommen und das hier eingefügt, weil ich angesprochen wurde wegen meinem Equipment, welches ich benutze. Ich nehme ja bei Polished Sounds auf. Er hat mir die, die Booth zur Verfügung gestellt. Duft. Ja, so, bisschen besser. Hat mir die Booth zur Verfügung gestellt, also den Aufnahmeraum. Aber ich benutze mein eigenes Mikrofon, meinen eigenen Laptop, um das aufzunehmen. Es klang wohl im Video so, als wenn ich nicht so geiles Equipment hätte, was von Polished Sounds kommt. Nein, Polished Sounds hat vernünftiges, professionelles Equipment. Aber weil ich ihn nicht zu sehr in Anspruch nehmen wollte, habe ich halt mein eigenes Equipment genommen, also mein eigenes Yeti-Mic, mein Laptop und Audacity, mit dem ich aufnehme. Und das Einzige, was ich von ihm noch genommen habe, ist ein Mikrofonständer und Popschutz. Dass ihr euch nicht wundert, das wollte ich einfach nur nochmal sagen. Genau, das sind so die Gründe. Also, dass ihr euch nicht wundert, es ist seine Booth, sein Aufnahmeraum, sein Popschutz, aber mein Aufnahmeequipment. Okay, alles klar. Und da heute Weihnachten ist, wünsche ich euch frohes Fest, frohe Weihnachten, guten Rutsch und danke für eure Aufmerksamkeit. Es geht ab in die Folge. Haut rein! Herzlich willkommen, Leute. Mein Name ist Christian Romaldi, für die Leute, die neu hier sind. Und ja, ich bin Schauspielersprecher. Ihr erlebt mich gerade, wie ich die letzten Vorbereitungen für mein erstes selbst aufgenommenes Hörbuch mache. Für die Leute, die wahrscheinlich ein bisschen Ahnung von Audiotechnik, Aufnahme und so haben, denen wird wahrscheinlich auffallen, dass die Technik, die ich hier gerade benutze, nicht unbedingt professionell, großartig, beste Technik ist, die es gibt. Wahrscheinlich stehe ich auch ein bisschen falsch zum Mikro. Hat den einfachen Grund, dieses Audiobuch, was ich aufnehme, ist keine professionelle Produktion. Und ich nehme das Ganze trotzdem in einem, ja, in einem richtigen Tonstudio auf. Ich bin hier bei Polished Sounds. Das Ding gehört Jakob Rosemann, großartiger Tontechniker, großartige Person einfach. Dadurch, dass er eigentlich nichts damit zu tun hat, dass, was ich hier mache, sondern er mir nur freundlicherweise die Booth zur Verfügung stellt, weil er sie gerade nicht braucht. Auch so nochmal ganz großes Shoutout an ihn. Und ja, danke nochmal Jakob, wenn du das siehst, wenn es soweit ist, wenn es draußen ist. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Und an alle anderen kann ich auch nur empfehlen, falls ihr in Hamburg seid, falls ihr was aufnehmen müsst, Polished Sounds, ich verlinke das auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Der erfüllt all eure Needs für Tonaufnahmen, egal Musik, Werbung, Hörbuch, was auch immer. Ihr seid hier rundum wohl aufgenommen. Hashtag not sponsored. Das sind 500, über 500 Seiten. Mammutprojekt quasi, also erstes Hörbuch, gleich ein Riesenprojekt. Und dieses Buch gibt es halt leider nicht als Hörbuch. Und ich habe letztens, das ist wichtig jetzt zu erzählen, da, da es kurz vor Weihnachten ist und das Geld ziemlich knapp ist, wollte ich gerne ein Hörbuch verschenken. Nur dieses Buch gibt es halt eben nicht als Hörbuch. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme das selber auf. Und ja, okay, klar, für die Leute, die es interessiert, es geht um Carl Sagans Der Drache in meiner Garage. Die Übersetzung von A Demon Haunted World, ein Buch, in dem es darum geht, was Wissenschaft für unsere Gesellschaft tun kann, wie sie helfen kann, Blödsinn zu erkennen. Das steht auch so ähnlich im Untertitel. Und ja, es ist jetzt mittlerweile Tag 2. Ich habe es gestern in, ich glaube, 6 Stunden geschafft, das erste Kapitel, das Vorwort und einen Teil vom zweiten Kapitel aufzunehmen, unabhängig davon. Auch wenn meine Ausrüstung, also ihr seht wahrscheinlich die Leute, die sich auskennen, ich habe hier ein Yeti-Mic, ich habe hier so eine ganz einfache, ja, ganz einfache Kopfhörer, die ich benutze, um meine Stimme so ein bisschen zu hören. Das ist sozusagen mein Aufbau. Ja, dann würde ich sagen,
geht's einfach mal los. Das war das Intro. Und ich bin jetzt irgendwo, keine Ahnung, auf Seite, also laut PDF-Dokument auf Seite 52, aber im Text auf Seite 57. Also, ja, ich würde sagen, wir starten einfach und ihr werdet alles mitbekommen. Meine Hochs, meine Tiefs und wenn es gut oder schlecht wird. Haut rein. Gut. Wo war ich denn überhaupt? Ah ja, genau. Ihr werdet wahrscheinlich nicht hören, wo ich wieder ansetze. Also ich arbeite mit Audacity erstmal. Einfach nur, um die Tonspuren aufzunehmen. Und jeder von euch, der es kennt, der weiß ja, man kann dann immer nochmal gucken, okay, wo war ich? Ihr hört halt nicht, was ich dann höre, wenn ich nochmal hören will, wo ich war. Okay, gut, dass das geklärt ist. Theorie vielleicht versagt. Okay, ihr hört es doch. Ich habe ganz vergessen. Meine Kopfhörer sind ja im Mikrofon und nicht in meinem Handy. in meinem Laptop. Okay, ihr hört doch, wo ich war. Also, cool. Ein Profi am Werk. Grenzen doch irgendwo in Stimmung, so ein bisschen asymptotisch. Ach, asymptotisch. Ihr werdet mich wahrscheinlich oft Wörter nicht richtig aussprechen hören. Das ist einer der Gründe, warum ich immer wieder neu ansetzen muss. Ich habe auch nichts vorbereitet, muss ich dazu sagen. Ich kannte das Buch halt vorher auch nur auf Englisch und habe durch zufälligerweise die E-Book-Version auf Deutsch gefunden. Und weil ich halt das in 2 Wochen fertig haben muss, habe ich es natürlich nicht gemacht, dass ich mir die 500 Seiten einmal so durchgelesen habe, damit ich eine ungefähre Idee habe, wie ich was wie sprechen und aussprechen. Das heißt, das ist alles relativ on the fly. Mama wird sich freuen. Hier, Mama, ich habe dir ein Hörbuch gemacht. Das ist nur für dich. Oh, wie schön. Ja, du bist so lieb. 2 Wochen später will sie reinhören. Oh, Chris. Ja, oh, das Hörbuch. Ach, das war so schön. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Du kannst das so gut. Wisst ihr, das ist das Schöne an Mütter. So, egal, wie schlecht man sich fühlt. Sie sagen auch einmal ihre Meinung, aber sie wollen dich auch wertschätzen. Und auch wenn sie es sich nie wieder anhören wird, sie wird mir sagen, wie toll das ist. Und das ist mir jetzt schon unangenehm, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht so gut ist, wie es sein könnte. aber es wärmt mir ein bisschen das Herz. So, ich hoffe, ich stapel jetzt nicht so hoch, aber sowas ist eigentlich immer, ich habe bis jetzt immer alles toll gefunden. Zumindest hat sie mir gesagt, dass sie es toll findet, was ich bis jetzt gemacht habe. Von daher, selbst wenn es nicht wahr ist, lebe ich einfach mal in diesem Glauben. Aber egal, wo war ich? Ah, okay, alles klar. Ich bin auf der Hälfte der Seite. Das ist auch schon mal ganz gut. Lippenübungen und Mundübungen, ganz wichtig. Übrigens, bevor ich es vergesse, solltet ihr in Hamburg leben und eine gute Sprech-, Atem- oder Stimmtrainerin suchen, kann ich euch nur empfehlen, Morena Bartel. Bei der habe ich auch gelernt, das ist allerdings schon 3 Jahre her. Was ihr jetzt hört, ist nicht so wirklich repräsentativ von dem, was sie mir unter anderem an der Schule für Schauspiel beigebracht hat. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Probleme habt mit eurer Stimme, mit eurem Atem, kann ich sie euch nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr da rauskommt, seid ihr auf jeden Fall auf alles vorbereitet, ist eure Stimme auf alles vorbereitet, was das Leben auf euch so entgegenschmeißt. Aber es ist wichtig, dass ihr im Training bleibt. Ich bin nicht im Training geblieben, deswegen klingt das jetzt bei mir so, wie es klingt. Rena, ich weiß, ich honoriere dich jetzt nicht so in dem dadurch, dass ich mein Training nicht weitergemacht habe, aber ich erkenne trotzdem an, wie viel es mir damals gebracht hat und es schwingt immer trotzdem noch ein bisschen mit. Also ich achte auch mehr darauf. Meistens. Vielleicht nehme ich den Teil einfach raus. Ich glaube, es ist besser, über Morenas Training zu sprechen, ohne es so schlecht darzustellen. Das ist nicht ganz repräsentativ. Glaube ich zumindest. Ich glaube schon, es ist nicht repräsentativ. Von daher, Morena, wenn du das siehst, sei mir bitte nicht böse. Es ist nicht widerspiegelnd von dem, was du mir damals beigebracht hast. Aber es gibt mir ein gut genuges Gefühl, in diese Sprechung reinzugehen. Also wie gesagt, wenn ihr jemanden sucht, der euch vernünftiges Stimmtraining und Sprechen und was auch immer beibringt in dem Bereich Atem ist sehr wichtig, Morena Bartel, kann ich nur empfehlen. Ja.
So, dann würde ich sagen, okay. Beispielsweise sagt die allgemeine Relativitätstheorie ein erstaunliches Phänomen voraus, die sogenannten Gravitationswellen. Die sind noch nie direkt nachgewiesen worden. Übrigens, falls ihr euch mit Physik und Astronomie und sowas auskennt, oder generell mit sozioökonomischen Weltgeschehen, keine Ahnung, einige Sachen in diesem Buch sind wahrscheinlich etwas veraltet, weil das Buch selbst von 1997 ist. Carl Sagan ist halt mittlerweile leider schon tot. Aber die allgemeinen Dinge, also wie Wissenschaft funktioniert, was man zu dem Zeitpunkt natürlich rausgefunden hat, was man weiß, und die ganze Systematik dahinter, die, oh fuck ey, fuck, mein Fuß juckt, ah, die sind natürlich noch gültig, aber es gibt halt so Sachen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das mit diesen sogenannten Gravitationswellen ist, ich weiß nicht, ob die mittlerweile entdeckt wurden oder ob die nachgewiesen worden sind oder nicht, aber es gibt halt einige Sachen, die hier ein bisschen veraltet sind. Gut, dann würde ich sagen, drücken wir Record. Wir waren bei vielleicht versagt. Ah ja, und die komischen Geräusche, wie gesagt, wenn ihr sowas mal von mir hört, so Stimmvorbereitung, zumindest fürs Gefühl, dass ich glaube, ich tue was Vernünftiges. Und ja, ich nehme ein Hörbuch im Stehen auf. Ich weiß, normalerweise macht man das im Sitzen. Hat aber auch den Grund, ich mache momentan nicht so viel Sport. Und meiner Meinung nach ist das anstrengender und besser für mein Kaloriendefizit. Weihnachten steht vor der Tür und ich muss nehmen, was ich kriegen kann. So. Gut. Jetzt geht's aber los, hoffentlich. Beispielsweise sagt die allgemeine Relativitätstheorie ein erstaunliches Phänomen voraus, die sogenannten Gravitationswellen. Sie sind noch nie direkt nachgewiesen worden. Aber falls sie nicht existieren, ist etwas grundlegend falsch an der allgemeinen Relativitätstheorie. Pulsare sind rasch rotierende Neutronensterne, deren... Der Potsdamer Postbote putzt den Potsdamer Postkutschkasten und der Cottbuser Postkutsche putzt die Demokratie weg. Das macht der Cottbuser